guten Abend allerseits. Es freut mich, dass ich, soweit ich gucken kann, lauter Menschen sehe. Es war nicht ganz so voll bei uns heute oben im Messezentrum, im Kongresszentrum dort. Vielleicht 200 Leute waren dort. Und wir haben ja mal wieder angefangen nach Apollo 1. Wir sagen manchmal Apollo 2. Jetzt ist also Apollo 2, obwohl es am Flughafen ist. Und wir sind gestartet mit den drei Verfahrenspunkten Begrüßung und Formalien und verfahrensrechtliche Fragen. Und wir sind noch nicht zum dritten Punkt Erläuterung der Planung gekommen. Die sitzen im Moment noch oben und arbeiten weiter. Ich habe mich abgeseilt und habe gedacht, ich berichte zumindest mal, was bisher stattgefunden hat. Die Bahn ist dort weil wesentlich stärker vertreten als bei der nächsten Veranstaltung für uns. Dort sind 10 Leute der Bahn und ihre Gutachter, die uns gegenüber sitzen, der Herr Trippen und die Frau Bauer und Frau Bühler. Und dann noch unsere Stenografen, die Familie Dischinger, die beide sehr eifrig mitschreiben werden. Und da ging es als erstes Mal ums Protokoll. Das ist ein wichtiger Punkt dort. Wird das Protokoll gleich angefertigt oder wird es erst nachher angefertigt? Wird eine Tonaufnahme gemacht, die man angucken kann? Wird die Tonaufnahme uns nicht zur Verfügung gestellt? Um solche Fragen waren, da ging es praktisch den ganzen Vormittag. Das sind Formalien gewesen. Und wo wir jetzt wirklich ein Stück weitergekommen sind, ist, dass uns diesmal definitiv zugesichert wurde, dass das Tonprotokoll auch von uns eingehört werden kann, dass wir, wenn wir es wollen, ein verschriftlichtes, anonymisiertes Tonprotokoll bekommen. Das haben wir auch diesmal schon bekommen, aber diesmal ist es von vornherein festgesagt. Das hatte Herr Trippen zugesagt. Wir haben natürlich noch gefordert, dass wir selber Tonaufnahmen machen dürfen oder auch Filmaufnahmen. Da ging es sehr lange um verfahrensrechtliche Fragen. Ist das ein Gerichtsverfahren oder ist es kein Gerichtsverfahren? Bei einem Gerichtsverfahren sagt man, da darf man keine Tonaufnahmen machen. Aber bei uns ist es ja etwas Besonderes. Wir haben ja keinen Angeklagten, der Persönlichkeitsschutz beanspruchen könnte, sondern wir können uns alle frei äußern, die Bahn kann sich frei äußern, wir können uns frei äußern. Da ist dieses Verbot dieser Film- und Tonaufnahmen eigentlich nicht gegeben, aber trotzdem blieb das Regierungspräsidium bei seiner Meinung, es wird jetzt nicht freigegeben, diese Ton- und Filmaufnahmen. Wir dürfen also höchstens Mitschläge machen und ansonsten uns auf die Unterlagen des Regierungspräsidiums verlassen. Was auch von einigen Einwändern dann immer wieder artikuliert wurde, dass das nicht gerade zur Vertrauensbildung beiträgt. Also dieses war so der Hauptpunkt für den Vormittag. Ja, das ist so, wenn wir da oben sitzen, man hat schon manchmal den Eindruck, dass man schreien möchte, aber das ist sehr wenig hilfreich für die Versammlung, weil man halt irgendwie versucht, auf Augenhöhe miteinander zu korrespondieren und irgendwie eine Ausgewogenheit dazu einzuhalten. Und insofern sind alle diese gefühlsmäßigen Äußerungen weniger angebracht. Im weiteren Gang sind wir dann ein Stück weitergekommen zu den verfahrensrechtlichen Fragen. Und dort wurden dann sofort wieder auch die Befangenheitsanträge gestellt. Sehr gute sachliche Diskussion von Arne Meyer, der ja schon im Vorfeld einen Befangenheitsantrag wieder gestellt hatte. Es liegen auch noch einige Befangenheitsanträge auf der hohen Kante gegen die Vorbestände des Regierungspräsidiums. Und wir haben ausdrücklich gesagt, es geht also nicht jetzt gegen den Herrn Trippen oder gegen die Leute vom Regierungspräsidium, die jetzt da sitzen. Wir gehen davon aus, dass dadurch, dass das Land die Projektförderpflicht unterschrieben hat 2009 und das Regierungspräsidium eine Stelle des Amtes ist, deswegen sind die nicht mehr frei in ihren Entscheidungen. Das war jetzt dann eben auch lange Zeit wieder eine Auseinandersetzung, ob sie frei sind oder nicht. Der Herr Trippen nimmt natürlich für sich in Anspruch, dass er das frei entscheiden kann, aber das Misstrauen bleibt.
Ja, dann sind wir schließlich zu einem schon, das ist so halb verfahrensrechtlich und halb schon sachlich ein Punkt gewesen, wo wir dann um die Umweltverträglichkeitsprüfung gerungen haben. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist bei diesem Projekt wohl nicht gemacht worden. Die Diskussion geht jetzt ja schon eine Weile. Sie ist auch von Arne Meyer aufgebracht worden und von einigen unserer Mitstreiter mitartikuliert worden. Und da hat sich das Eisenbahnbundesamt ist als mit einer Vertreterin da gewesen und die hat sich also wirklich ganz haarscharf aus dieser Bredouille versucht rauszulavieren, aber das ist ihr nicht richtig gelungen. Wenn man diese Protokolle dann irgendwann mal anschaut, wird man sehen, wie wenig Gehalt da ist. Es gibt so Äußerungen wie, dass man diese Entscheidung der Umweltverträglichkeitsprüfung inzident gemacht hätte. Oder dass die Feststellung, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung noch nicht gemacht wurde, noch nicht verstofflicht wurde. Also ich finde, das sind ganz phänomenale Ausdrücke, die zeigen, wie auf welch dünnem Eis hier gearbeitet wird. Reichsanwalt Kirchberg von der Bahn hat natürlich gesagt, man braucht das alles nicht. Und jetzt auch diese Feststellung, diese Fortsetzung dieses Antrags ist lediglich eine kleine Änderung noch. Die ist eigentlich gar nicht wesentlich. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemacht worden und deswegen wäre das jetzt auch nicht nötig. Und da musste ich dann gehen. Bitte morgen da auch noch hingehen. Noch